Hi ihr lieben Leute da draußen, hier ist der Cracky von Ravioli. Ich habe heute einen neuen Prozessorkühler für euch am Start. Und zwar habe ich bei Arctic mal angefragt, ob sie mir nicht ihren E-Sport-Kühler schicken wollen, den Freezer 33 E-Sports Edition. Hier in der schwarz-weißen Variante, den gibt es auch in Gelb, Grün und Rot auch noch. Ein Kühler, der knapp 50 Euro zu Buche schlägt. Eigentlich relativ untypisch für Arctic, dass sie in solche Preisregionen vorstoßen. Hier bezahlt man ein gutes Stück weit die Optik, die wirklich ziemlich gut ist. Und darum schauen wir uns das Ganze jetzt am besten sofort mal an. Es ist ein Kühler, der spezifiziert ist für Intels 2066er, 211er Sockel und natürlich die 1151er Riege. Und auch den Sockel AM4 mit Ryzen decken wir hier komplett ab. Schauen wir uns erstmal kurz den Karton an. Ja, 10 Jahre Limited Warranty, so üblich bei Arctic. Es ist ein Tower-CPU-Kühler in Push-Pull-Konfiguration mit 12er Lüftern drauf. Handbuch gibt es via QR-Code, das habe ich schon gesehen, da ist keins drin. Und hier sind eigentlich ganz interessant die entsprechenden Specs. Ja, also 200 bis 1800 Umdrehungen sollen die Lüfter machen über die PWM-Steuerung, da wir hier ein schönes ASRock X370 Killer SLI Mainboard am Start haben mit dem Fantastic Tuning. Bin ich sehr gespannt, ob das dann auch entsprechend zutrifft und ob sie sich dann halt auch gut regeln lassen und ja, wie das halt von der Lautstärke her ist in den bestimmten Drehzahlregionen. Ja. Lange Lebensdauer wird mitgeworben, Kompatibilität, MX4 Wärmeleitpaste, ja, ist mit dabei, 0,8 Gramm. Ich weiß nicht, ob es eine Tube ist oder ein Beutelchen. Auf jeden Fall eine gute Wärmeleitpaste. Also die kommt eigentlich international immer richtig gut weg. Und hier gibt es halt noch so ein paar Hinweise. Das ist dieser dieser Quersteg, dieser Bügel, der oben drüber kommt für AMD und für Intel. Das hier, dieses Kreuz, das ist die Rückplatte, mit der das dann fixiert wird. Und da sehen wir das schnieke Design. Hier ist auch noch ganz interessant der Vergleich mit dem AMD Wraith Kühler. Meinen Sie jetzt hier den Wraith Max oder den Wraith Spire? Das weiß ich nicht. Jedenfalls ein 1800X unter Full Load geht dann auf 78 Grad. Mit dem normalen Freezer mit einem Lüfter 55,9 und mit der eSports Edition mit zwei Lüftern auf knapp 52 Grad. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Hier auch so eine nette Explosionszeichnung, wie das Ganze aufgebaut ist. Also die Lüfter entsprechend immer entkoppelt und wie das Ganze dann zu montieren ist mit dieser Rückseite. Und hier auch nochmal entsprechende Specs. Ja, die MX4, 0,5 Zone soll der leise sein. 320 Watt soll der abfördern können. Ja, Recommended TDP 210 Watt. Das ist doch gar nicht mal so übel. Mit 4 Heatpipes ist der ausgestattet. Und ja, wir schauen in den Karton. So, Sesam, öffne dich. Wir wollen das Ding ja auch gleich montieren hier auf die AM4-Maschine. So, als erstes lächelt uns ein Handy an mit entsprechenden QR-Code. So, das ist schön, weil da ist nämlich keine gedruckte Anleitung dabei. Ich habe mir jetzt gerade, da ich seit kurzem ein Android-Handy-Mann bin, habe ich mir jetzt einfach mal QR-Reader geladen und jetzt gucken wir mal, ob das Ganze denn funktioniert. Ja, wollen Sie, dass er Zugriff hat? Ja, soll er haben. So. Muss ich jetzt noch was drücken? Nein, muss ich nicht. In die Zwischenablage kopiert, dann öffnen wir das mal. Und dann schauen wir mal, was hier passiert. Auf Deutsch. Und Installation. Oh, das ist cool. Ist nicht schlecht. Schon modern, ne? So, dann sagen wir hier Sockel AM4. Die Vorbereitung. Ja, entfernen Sie den Standardkühler. Kabel ziehen. Kühler reinigen. Backplate entfernen. Die Lüfter entfernen an dem Kühler. Und da muss man diese Bügel installieren am Kühler. Okay, dann die Paste auf die Heatpipes auftragen. Ja, man soll auch keine Heatpipes vergessen. Ist anscheinend ein Beutel dabei. Ja, cool, da machen wir das doch schon mal. Das ist nett, das ist gar nicht schlecht. Anstatt hier so rumzufalten. Ich dachte jetzt zuerst, ne? Hallo, willkommen in der modernen Welt. So ein Kärtchen frisst nicht so viele Bäume wie die Energie für dein Handy. Hoffe ich. Hier ist der kleine Zubehörkarton, den schauen wir uns gleich an. Und da ist der Kühler drin.
Den hole ich jetzt einmal raus hier. So, da ist die Box auch schon leer. Der nette Karton. Und hier ist unser Kühler. Da ist er. Ist relativ klein, relativ kompakt. Hat hier schön diese geschlossenen Lamellen an der Seite. Das ist halt schwarz eloxiert. Beim normalen Freezer 33, der fast 20 Euro günstiger ist, ist das halt ganz normales Aluminium, so unbehandelt. Und die Lüfter sind halt auch einfache Standard quadratisch Arktiklüfter, also nicht so schön abgerundet, wie das jetzt hier der Fall ist, und natürlich auch nicht in diesem farblichen Design. Wie gesagt, gibt es schwarz-weiß, gibt es in grün-schwarz, in rot-schwarz und in gelb-schwarz. Blau weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf, blende ich euch aber da ansonsten ein. Ja, hier der zweite Lüfter für die Pull-Kirmes. So sieht das von der Oberseite aus mit den vier Heatpipes. Die erblicken wir hier, welche auch schwarz eloxiert sind. Dort natürlich nicht, da wo der Kontakt stattfinden muss. Und die sind auch sehr, sehr gut plangeschliffen. Also eigentlich gibt es da keine wirklich fühlbaren Riefen zwischen den Heatpipes. Auflagefläche erscheint ein bisschen, minimalistisch dimensioniert zu sein, aber im Prinzip wahrscheinlich genau passend. Und dann ist da auch noch so ein Karton um die Kabellage der beiden Lüfter. Kann man, glaube ich, so rausziehen. Und dann hat man das Ganze nämlich hier am Start. Da ist nämlich gleich eine Kabelpeitsche dabei, damit die Lüfter auch beide synchron angesteuert werden. Das ist eine gute Sache, weil es gibt ja auch Mainboards, habe ich ja jetzt erst beim Coffee Lake Mainboard Launch Roundup gesehen, dass dort Mainboards sind, die tatsächlich nur einen CPU-Fan-Header oben haben. Und dann kann man hier halt entsprechend das Ganze dann auch verkabeln. Ja? Das ist eine gute Sache. Okay, ja, nettes Ding. Starten wir mit der Installation, würde ich sagen. So, wie uns die schöne Anleitung verraten hat, soll ich ja zuerst zum einen auch hier die Lüfter entfernen. Das ist das Erste, was ich so machen möchte. Bin mal gespannt, wie gutmütig diese Klammern sind. So, ich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass sie fest installiert sind in dem Kühlblock selber. Ah, da sind diese kleinen Gummipads nicht ganz gerade aufgetragen hier. Leicht versetzt bei dem einen. Bei der Einführung und hier auch, aber die sind klebend, die kann man dann auch mal wieder gerade rücken sozusagen. Jetzt haben wir den einen Lüfter schon mal ab. Legen wir das Ganze einfach auf die andere Seite. Hochklappen. Hier und da. Zack, zack. So. Haben wir den zweiten auch ab. Jetzt muss ich mal gucken, wie hier mit der Kabellage dieser Y-Konstruktion. So, okay, haben wir den Kühlblock entsprechend davon mal befreit. So, bei dem hier sind dann so größere Stopper drauf. Das ist der pullt. Das ist sehr sinnvoll, damit dieser kein allzu lautes Ansauggeräusch macht. Schade finde ich allerdings, dass dieser auch noch die Folie hier auf dem Center-Aufkleber hat. Weil wenn so eine Folie dann so ist, dann macht die flop, 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 flop. Und dann hört man die. Das kann durch Hitze, die dann dort entsteht, kann das ganz schnell passieren, dass die sich so ein bisschen ablöst. Also solltet ihr diese auf jeden Fall entfernen. Ja, der... Ja, ob der komplett zentriert aufgeklebt ist, weiß ich nicht. Sieht aber ganz gut aus. Also das ist auf den ersten Blick auf jeden Fall in Ordnung. Also entfernen wir bei dem zweiten dann auch direkt mal die Folie. Zack. Sehr gut. So weiß man dann halt auch. Also der mit diesen ganz kleinen Puffern, das ist der pusht. Und der mit den großen Puffern, das ist der zieht. Wenn der halt direkt vor den Lamellen sitzt, dann macht er ein ganz unangenehmes Ansauggeräusch. Und wenn er einen leichten Abstand hat, ist das auf jeden Fall deutlich besser. Das ist geschickt gelöst, meine Damen und Herren. Da kann man echt nicht meckern. So, das Zubehör haben wir uns gar nicht angeguckt mit dem Camcorder. Aber ich denke, es wird relativ übersichtlich ausfallen. So, eine Tüte. Und hier ist unser X mit kleinen Klebepads, die man installieren kann, aber nicht muss. Das ist Kunststoff. Wunderbar. Da hat man dann auch keine Gefahr, dass man irgendwas kurzschließt am Gehäuse bzw. am Mainboard. So,
Nehmen wir den Kram mal raus. Ich weiß, ich sollte zuerst den Boxkühler entfernen, aber das machen wir gleich. So, okay. Das ist für Intel 11150. Perfekt, brauchen wir nicht. Das ist für AM4. Jo, das brauchen wir. Das ist für 266 und 211. Brauchen wir auch nicht. Optimal. Und zwei lose Schrauben, die wahrscheinlich für die Bügel sind. So, wir müssen die Bügel ran. Kinderleicht ist das, meine Damen und Herren. So müssen die da drauf. Die haben hier extra eine Führungsschiene integriert. Optimal. Ein Schraubendreher. Der besser noch ein bisschen magnetischer sein sollte. Aber wir kriegen das hin. Zack, 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 zack. Einmal. Auf der anderen Seite das gleiche Spiel. Mittig draufgelegt. Und festgeschraubt. Wahrscheinlich ist das dann mit den Bügeln so, dass man die halt auch andersherum installieren kann, um dann halt die Abstände für den Intel-Sockel zu gewährleisten. Und so wie ich das sehe, kann man den Kühler dann halt auch nur so installieren, dass er einem die Luft von rechts nach links oder halt links nach rechts befördert, wobei das natürlich keinen Sinn macht im Gehäuse. Also so wird er dann auf dem Prozessor sitzen und entsprechend für die Abluft sorgen. So, Lüfter müssen noch abbleiben, die kommen erst wieder im Gehäuse dran, wenn das Ganze installiert ist. Und jetzt machen wir weiter mit dem Rechner selber. Den soll ich aber erstmal runterfahren. Aktualisieren will er. Der will noch Updates machen. Das ist ja nett von ihm. So, hier ist übrigens die Paste. Es ist ein kleiner Beutel der guten MX4. Die anderen Schrauben können wir auf Seite legen. Jetzt hoffe ich, dass er nicht zu viele Windows-Updates macht und wir dann gleich mit der Installation dort fortfahren können. Bevor die Hersteller natürlich den Einbau vorgesehen haben, ist es Zeit, erstmal Strom vom Netz zu nehmen. Und ich würde auch empfehlen, die Grafikkarte auszubauen. Dann habt ihr nicht die Gefahr, dass euch der Kühlblock da irgendwie mal runterfällt. Und das machen wir jetzt. Nach der Grafikkarte ist es Zeit für den Original-Kühlkörper. Hier jetzt unser Rave Spire LED, welcher natürlich optisch sehr gut ins System passt. Mit seiner LED-Beleuchtung. Allerdings ist es so, dass ich den Prozessor ein bisschen übertakten möchte. Und von daher ist es wünschenswert für mich, dass ich den besser kühlen kann. Der Rave Spire LED ist natürlich schon mit der Backplate verschraubt. Das heißt, diese Original-Haltebügel, wie es in der Beschreibung jetzt steht, sind hier nicht mehr vorhanden. Dementsprechend ist es jetzt eine leichte Abwandlung von der eigentlichen Anleitung. Plong. So, wie es schon in der Beschreibung stand, reinigen wir jetzt natürlich die CPU. Hier in dem Fall mit einem Kleenex. Um das hundertprozentig reinzukriegen, empfiehlt es sich dann auch nochmal ein bisschen Reinigungsalkohol zu verwenden. In meinem Fall ist das hier Isopropylalkohol, 99%. So. Dann blitzt und blinkt die CPU und ist sauber. Die originale Backplate indessen ist uns jetzt hier natürlich runtergefallen. Stellen den Rechner wieder hin, lassen die CPU so eingesetzt, wie sie war und machen dann weiter mit unserem E-Sports-Kühler hier. So, jetzt entfernen wir auch hier die Folie. Das ist extrem wichtig, die muss runter. Jetzt habt ihr ein Problem. So, und jetzt kommt ein Tipp, den ich auch vom guten JZ Elektronik habe. Ich reinige jetzt erstmal hier den Kühlerboden auch. Nochmal extra. Jetzt reißen wir uns hier die Paste auf. So,
Da ist eigentlich mehr als genug drin. So, das ist, ich weiß, das ist viel zu viel. Oh mein Gott. Kleines Fisselchen hier drin von dem Papier. So, jetzt mache ich mir aber hier dann auch Alkohol an den Finger. Und verreibt das ein bisschen. So, dann habe ich nämlich meine Finger fettfrei. Und dann verteile ich die Paste mit den Fingern komplett, oder mit dem Finger vielmehr, komplett auf dem Kühlerboden. Ziehe dabei immer so ein bisschen hoch. Und dann haben wir auf jeden Fall eine komplette Abdeckung. Ganz wichtig ist, zu viel Paste tut nicht weh, zu wenig aber umso mehr. Also insofern, das ist überhaupt kein Beinbruch. So. Ja, lässt sich so auf jeden Fall gut verteilen. Geht schnell und problemlos. Und wenn man gerade eh das zum Reinigen da hat, dann macht man sich halt kurz den Finger danach sauber. Und dann hat sich das erledigt. Und dann kann man auch schon weitermachen mit der Montage des Kühlblocks auf der CPU. Auf die CPU selber kommt dann nichts. Durch den Anpressdruck verteilt sich das Ganze. Eine Sache, die mich jetzt aber interessiert. Wie lang ist das hier? 3,1 cm. Und 3,1. 3,1. Wie breit ist so ein Ryzen? 3,5. So, ich habe gerade mal kurz gemessen, weil mir die Auflagefläche halt wirklich so klein vorkommt. Und es ist tatsächlich so, wir decken den Ryzen nicht komplett ab. Ich meine, der Die setzt, also der Prozessorkern ist natürlich nicht so groß wie dieser Hitzeverteiler, der da drauf ist. Ryzen ist ungefähr 3,6 x 3,6 cm und das hier sind 3,1 x 3,1. Also haben wir rundherum 0,5 mm, die dann nicht abgedeckt sind. Okay, ja, muss man dann mal sehen, wie sich das auf die Kühlleistung eventuell auswirken mag. Jetzt holen wir die Schrauben hier raus und dann geht's auch weiter mit der eigentlichen Installation. Ich nehme mir eine klitzekleine Hilfe mit dabei. Und zwar entferne ich eines der vier Klebepads hier unten, damit das Ganze halt ein bisschen in Position gehalten wird. Es sind zum Glück nur so ganz kleine runde Spots. Eine Sache ist halt, die ihr beachten müsst, Asus Mainboards auf AM4, also für Ryzen und Co., verkleben die Backplates sehr gerne. Das ist nicht so gut. Ja, also da hat man halt unter Umständen dann Trubel. Ich ganz ehrlich zweifle gerade daran, dass ich das hier überhaupt machen muss, weil dieses Ding ja quadratisch ist. Bin ich dumm oder was? Ich habe noch nicht bei der Installation geguckt. Einen Moment. So. Das ist quadratisch, das ist für Intel. Denn AMD ist ja rechteckig, das heißt, man benutzt die originale Backplate. Ich wette mit euch. So, wir gucken jetzt einmal. Gehen jetzt hier weiter natürlich zur Installation. Reinigen. Backplate verbleibt dort. Paste wird verteilt. So, wie die Fluss-Luftstromrichtung zu sein hat, ist eindeutig und man benutzt die originale Backplate. So sieht's aus. Alles klar. Also, die Originale wird beibehalten, das heißt also bei Asus doch kein Problem. Okay, ich nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil. So, da ich hier keine selbstklebende Backplate habe, helfe ich mir mit Isoband. So. Einmal das Ding hier drauf gesetzt. Einmal da. Und natürlich einmal da. So. Und jetzt ist es Zeit hier für unseren Kühleranflug. Welchen ich dann so erstmal versuche einzufädeln an einer Seite. Von der Schraube her. Ich ziele jetzt mit der Schraube
Im liegenden Rechner geht es natürlich auch. Denkbar einfach. Aber jetzt im Stehenden kann ich es euch eigentlich auch ganz gut zeigen, dass das nicht unmöglich ist. Ein magnetischer Schraubendreher ist natürlich schon dann irgendwo Pflicht. So. Natürlich gegenüber auch. So, das ist schon mal eine super Sache. Jetzt haben wir das Kreuz über geschafft. Und dann gilt es natürlich dort, dann diese auch noch hier zu versenken. Was mir nicht so gut gefällt, ich meine, die Schrauben sind natürlich entsprechend lang, dass man halt dann dort sehr gut gucken muss, dass man halt entsprechend auch auf diese Führung der Schraube kommt, welche vom Retention-Modul halt vorgesehen ist. Das wäre mit so kleinen Abstandsröhrchen, die man dann noch da drüber setzt vorher. Klar, dann kannst du es nicht stehend installieren. Wäre das dann ein lösbareres Unterfangen. Weil hier oben sehe ich es jetzt zum Beispiel nicht, was ich da gerade mache. Und die Kamera wahrscheinlich auch nicht. Das hat sich gut angehört. Ja, es geht natürlich allgemein gesagt im fliegenden Aufbau am einfachsten. Also wenn du ein Mainboard da liegen hast und du baust es gerade frisch neu, dann ist das immer noch der einfachste Weg, um an sein Ziel zu kommen. So. Man sollte es jetzt nicht zu fest drehen. Sonst tut es dem Mainboard weh. Und ja, das mit der Auflagefläche ist, wie ich es beschrieben habe. Man sieht jetzt halt an den Seiten ein bisschen die Paste rausquillen, so wie es gehört. Aber ich denke, das wird von der Kühlleistung her dann auf jeden Fall passen. Für die Lüfterinstallation lege ich mir das Ding jetzt allerdings wieder hin. So, hier haben wir unseren ansaugenden Lüfter. Da würde ich es jetzt empfehlen, dass man sich dann auch gleich erstmal das Ziel sucht, wo man den CPU-Fan dann auch einsteckt. Mit links sollte das doch kein Thema sein. So. Jawohl, der ist drin. Gut. So, jetzt kommt hier natürlich dann noch die entsprechende Ausrichtung mit dem Kabel. Wir setzen den Kühler hier an. Und jetzt müssen wir ihn mittig platzieren und können dann diese Bügel wieder zurück einsetzen. Kühler ein bisschen schieben, dass man halt hier auch mit diesen kleinen Nasen von den Klammern dann auch in die entsprechenden Öffnungen rutscht. So, jetzt hier oben fassen wir den Bügel einfach mal mittig an, ziehen das Ganze drüber. Einmal da. Und einmal da. So. Schon sitzt der erste Lüfter.
Jetzt kommt der zweite. Unser Zier hier mit den dicken Abstandshaltern. So. Das eigentlich ganz coole ist, dass der auch nochmal Y ist. Das heißt, einen ja, relativ genügsamen Lüfter, Gehäuselüfter könnte man dann auch noch dahinter hängen, der dann auch in 1 gesteuert wird. Also auch dann vorzugsweise halt entsprechend von Arctic. Die haben jetzt hier 12 Volt und 0,2 Ampere. Das heißt, der zieht ja 2,5 Watt. Also ein Lüfter müsste eigentlich noch gehen. Bionix F120, so nennt er sich übrigens. So, und der kommt jetzt natürlich so herum. Entsprechend nach hier hinten. Wird dann auch angesetzt. Und dann dort auch wieder mit der Klammer fixiert. Oh, ich glaube, ich habe einen der Abstandshalter verloren. Also man muss echt aufpassen, dass man im Prinzip die hier vorne auf die Kante setzt, weil man sonst ganz schnell hinten am Kühlkörper verkantet und die dann abrupft. Das wird mir vorhin wahrscheinlich passiert sein. So, jetzt hat er aber verloren. Und das hier verstecken wir hier oben im Dunkel. Und dann kann man die Grafikkarte wieder einbauen und das Ganze dann auch schön in Betrieb nehmen, wie wir es hier sehen werden. Mein erstes Fazit, eigentlich recht einfach zu montieren, intuitiv zu montieren, toll mit der App-gesteuerten Installation, das gefällt mir echt gut, richtig cool. MX4-Paste ist auf jeden Fall ein Bonus. Was der Kühler dann leisten muss, neben seiner Optik, seht ihr im gesonderten Livestream, welchen ich euch hier unter das Video packe. Da habe ich nämlich in einer Nacht- und Nebelaktion sozusagen ganz komplett live einen Ryzen 7 1700 Prozessor. Der läuft eigentlich nur mit 3 GHz Standardtakt übertaktet. Und wie weit wir da gekommen sind mit diesem Lüfter, mit diesem Kühler, das dürft ihr dann dort erfahren, beziehungsweise ich kann euch das Ergebnis natürlich, auch wenn ich es dann weiß, entsprechend einfach unten noch mit reinschreiben in die Videobeschreibung, wo ihr halt diesen Kühler dann eventuell auch findet, um ihn selber zu erwerben. Also ich finde ihn optisch schon mal top. Leistung wird sich zeigen müssen. Und ja, das schreibe ich auch in die Beschreibung, dass ihr da auch eine Idee davon habt. Schönes Ding. Hat mir Spaß gemacht, euch das mal wieder zu präsentieren, auch wenn es jetzt nicht perfekt geworden ist. Ich bin mir sicher, dieser Abstandspinüppel, der taucht demnächst einfach wieder auf, direkt auf meiner Nase. Nee, da ist er nicht. So, Cracky ist raus. Kommentare in die Kommentare. Ein Däumchen, wenn es euch gefallen hat. Tut keinem weh und hilft uns auf YouTube. Tschüss, bis dahin.